Ich habe Spielraum umzuschichten in den Budgets. Wir geben 3 Milliarden Euro aus noch immer für Landwirtschaftsförderung insgesamt in dem Land. Ja. 3,5 sogar. Ja. 3,5 Milliarden Euro mit relativ geringem Effekt. Wir verzögern vielleicht das Bauernsterben damit. Ja. Da gab es Spielraum, die Landwirtschaftsförderung umzuorientieren, und das sage ich auch nicht aus Spinnen, umzuorientieren auf Förderung alternativer Produktionen im ländlichen Raum. Und das sage ich auch nicht aus Spinnen, sondern das war das Konzept vom Fischler. Das haben wieder die Landwirtschaft, ne, das Minister abgestochen haben. Auch leider sein Schüler, der Moltrer, der damals Landwirtschaftsminister war, der das, wie ein junger Landwirtschaftsminister, wo er es selber vertreten hat, aber da hat er offensichtlich die Bauernlobby erwähnt. Die Kantare genommen. Das könnte man nämlich auch verbieten, die Förderung von Alternativproduktionen im ländlichen Raum, könnte man auch verbinden mit Umweltsachen, Kyoto-Ziel, Reduktion von CO2-Emissionen, von Klimagasen, in denen eben Technologien zur Serienreife entwickelt und zur Marktreife entwickelt, die fossile Brennstoffe einsparen, die im Wesentlichen das nachwachsende Holz als Energieträger verwenden. Die Technologien waren entwickelt, ich brauche nur das fördern, bis der Markt so groß ist, dass sie das konkurrenzfähig wird. Und das wird es ja mit der Zeit, wenn ich in Großserie gehen kann, weil der Markt entwickelt wird. Es gibt Spielraum, Ausgaben, die jetzt direkt an Personen gingen, beschäftigungswirksamer zu gestalten. Im Sozialbereich auch Pflegegeld. Wenn ich nur einen Teil des Pflegegeldes, einen Nachweis einer professionellen Pflegebinde, schaffe ich Beschäftigung. Es gibt Studien, ein Sechstel des Pflegegeldes, 6.000 Arbeitsplätze, die das finanzieren.